Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu FIFA 23 mit meiner Karriere, mit einer Ankündigung, zumindest zum Anfang. Ich werde heute tatsächlich erstmal nur 3 Folgen aufnehmen. Warum nur 3 Folgen? Hat seinen Grund, wie ich erfahren habe, ist am 9. November kommt ein neuer Modus in dieses Spiel rein, nämlich der WM-Modus. Ja, man kann zur Fußball-Weltmeisterschaft stehen, wie man will, oder wie man will. Natürlich, klar, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass da sicherlich politisch und ja, definitiv einiges schiefgelaufen ist, dass diese WM hätte niemals nach Katar gehen dürfen. Nicht nur aufgrund der Menschenrechte, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Und ja, der Grund natürlich ist auch, eine Fußball-Weltmeisterschaft gehört im Sommer und nicht in irgendeinem Winter. Und da kann ich nicht in ein Land geben, wo ich im Sommer nicht spielen kann, weil da 50 Grad oder sonst was herrschen. Beziehungsweise die werden ja da spielen, aber die werden halt die Stadien runterkühlen. Und hier in Deutschland hast du mehr Klimadiskussion regelmäßig. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, es ist einige schiefgelaufen dort. Da haben einige wieder ein bisschen zu sehr auf ihr Konto geguckt. Wie dem auch sei, ich möchte mich jetzt auch natürlich nicht klar positionieren. Das, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich definitiv auch meine Denkweise. Sie gehört einfach nicht dahin. Sie gehört, klar, irgendwo in die Welt. Gut, wenn man so sieht, Brasilien, Russland war vielleicht auch, oder Südafrika war vielleicht auch nicht unbedingt immer alles das Richtige. Aber jetzt auch, wie gesagt, Katar, nein, da gehört sie definitiv nicht hin. Punkt. So, wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall Fakt, dass am 9. November der WM-Modus reinkommt, den wir definitiv dann spielen werden. Das heißt, ich werde erstmal nur, wir werden diese Karriere in Bayreuth erstmal nur noch 3 Tage sind und dann werden wir erstmal Minimum eine Woche das ganze Ding ruhen lassen. Und dann, wie gesagt, uns im WM-Modus, um den WM-Modus kümmern. Ob ich den schon direkt am 9. November bringe, weiß ich noch nicht. Ich werde wahrscheinlich erst am 10. November, weil ich am 9. November erst zum Aufnehmen komme. Deswegen. Also vermutlich, wie gesagt, dass ich am Donnerstag aus bei dem WM-Modus spiele und dann irgendwann dann unsere Karriere weitermache in Richtung zweite Bundesliga mit dem Spielverein in Bayreuth. Wie gesagt, das nur dazu eben kurz und ja, das werden wir auf jeden Fall auch so handhaben. Gut, gehen wir rein auf jeden Fall weiter in die neue Saison. Wir haben den nächsten Gegner, der heißt Halle. Ja. Und Halle ist momentan auf Platz 18. Also eigentlich ein theoretisch einfacher Sieg, Anführungszeichen, natürlich. Klar, wir haben eine kleine Welle jetzt. Wir wollen natürlich hoch in die in die zweite Fußball-Bundesliga. Ob wir das schaffen, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt 11 Täler Vorsprung. Es sind jetzt noch 11 Spiele. Ja. Es fehlt noch ein Nachholspiel, das heißt 60 gegen... Was war das da unten? Gegen Oldenburg. Die fehlen noch. Okay, warum auch immer das Spiel nicht nachgetragen wurde. Vielleicht kommt das jetzt noch irgendwie zusätzlich. Ja, wir haben 4 Niederlagen, 4 Unentschieden. 2 in der Vorrunde, 2 in der Rückrunde. 4 sind auf jeden Fall gut, auf gutem Wege davon, uns weiter zu holen. Wir haben jetzt Vorsprung momentan auf den Nicht-Aufstiegsplatz. Das ist momentan 60. Die haben wir jetzt 2-mal geschlagen diese Saison. 13 Zähler. Das ist erstmal das Wichtigste. Dieser Abstand auf Platz 4. Den müssen wir so groß wie möglich halten, um dann eventuell aufsteigen zu können. Aber das, ja, diese Session wahrscheinlich nicht. Wir haben uns, wie gesagt, nach der WM-Pause, also nach der virtuellen WM-Pause, werden wir uns dann wieder weiter dem Aufstieg widmen. Jetzt erstmal, wie gesagt, Halle. Und dann gehen wir rein ins Match. Die Spieler sollten sich jetzt, eigentlich ziemlich zeitnah erholen. So, Monat bricht. So, gucken wir mal gerade, ob wir noch den einen oder anderen Spieler verpflichtet bekommen. Carvalho, Brasilien. Den nehmen wir mal mit hoch. Der ist eigentlich gar nicht so schlimm. Nehmen wir die 2 mal mit hoch. Weil die haben ein relativ gutes Potenzial. Deswegen, da meldet sich gerade irgendein Verein aus Frankreich. Sagen, hier, unser Spieler, der möchte gerne irgendwie mal ein bisschen spielen. Ist nicht schlimm. Ist okay. Wie gesagt, klar. Ja, der werde ich jetzt erstmal. Da habe ich schon mal ein bisschen vorgegriffen bezüglich der neuen Saison. Wir werden wieder auf verstärkt natürlich auf Jugendspieler setzen. Ich habe dem jetzt ein junges Talent geholt, gerade mal 16 Jahre alt. Mal gucken, ob er was bringt. Ich guck mal auf die Stats.
Können wir dich gucken? Kann mal. Geht nicht, ne? Ne, ist keine Meldung da unten. Schade, okay. Oder krieg ich den da hin? Krieg ich den auf die Sitze? Kann ich nicht. Schade. Naja, wie dem auch sei. Viele Talente, klar. Pinto ist genauso einer. Wo macht der da? Nummer 6. Ich block die jetzt ein bisschen. 17 Jahre alt. Gerade auch relativ frisch erst reingekommen. Also wie gesagt, natürlich das ein oder andere Talent. Werde ich immer mal wieder mit hochnehmen. Ich gucke gerade, was die Spielerverträge auslaufen. Jetzt sowas Wichtiges. 2 Sterne. Na gut, das sind alles Verträge natürlich, die noch nicht verlängert werden können aus finanziellen Gründen. Guck mal gerade rein. Wie weit wir sind wir über. Was, wie sind wir finanziell überhaupt aufgestellt momentan? 300.000. Ja, wir haben noch nicht das Geld, um jetzt große irgendwelche Verträge zu verpflichten, wieder zu verpflichten. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erst, wenn man feststeht, der Aufstieg, wie viel wir haben, und dann können wir uns erst um neue Spielerverpflichtungen kümmern. Das geht um das Geld. Noch hast du nichts erreicht. Möchte natürlich erstmal schauen. So, ich gehe mal kurz aufs Team Manchmal, dass ich die zweimal testen kann. Ja, ich habe jetzt wieder ein bisschen viel vorgeplänkelt schon wieder. Die Folge ist wieder, wahrscheinlich wieder lang genug. So. Ich nehme natürlich jetzt mal ausnahmsweise keinen Ersatzkeeper mit, sondern ich spiele mal mit zwei meiner Talente, die wir jetzt tatsächlich vielleicht heute mal sehen. Wie gesagt, aus Brasilien geholt. Gerade war 16 bzw. 17 Jahre alt. Und vielleicht eine Option irgendwann für die Zukunft. So, Halle, das Spiel haben wir, glaube ich, ziemlich deutlich gewonnen. Ich habe 4-1 oder sowas, glaube ich. Ja, hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Gehen wir auf jeden Fall erstmal ein Spiel. Let's go. Es ist klar, dass er heute im Mittelpunkt steht. Denn 4 Tore aus den letzten 3 Spielen sprechen für sich. Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Genau so ist es. Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Und ich glaube, das wird sehr interessant. Alle wissen, hier ist eine Menge drin in dieser Partie. Da sind zwei Mannschaften, Wolf, die kennen den Begriff Freundschaftsspiel eigentlich gar nicht. Die geben immer Vollgas. Freundschaftsspiel, es ist ein Ligaspiel. Stimmung ist jedenfalls immer gut, das hört man ja so ein bisschen im Hintergrund. Ja, ich greife schon mit, wie gesagt, mit den ganzen Talenten greife ich schon ein bisschen vor gegenüber vielen Abgängen. Falls wir nicht das Geld da haben, um große Abgänge zu kompensieren, müssen wir halt den Weg mit den Jugendspielern weitergehen und den werde ich dann auch so weitergehen. Definitiv. Unser Keeper, wie gesagt, ist auch gerade mal 17. Also, why not? Probieren. So, hier klatschen sich noch die Spieler mit den Schiedsrichtern ab. Beim Blick kurz auf die Fans. Und dann geht's ins Match. Spieltag Nummer 28 steht da. Ja, es geht so ganz langsam in Richtung Ende der Saison. Und ja. Dann geht es gleich los mit dem Duell gegen den Halleschen FC. Wie gesagt, der Tabellen 18. empfängt den Tabellenführer. Und dann geht's Das ist los. der Anpfiff, das Spiel läuft. Und dann hoffen wir mal, dass wir es hinkriegen, den Druck zu erhöhen auf die Konkurrenz und dann beziehungsweise
bisschen den Druck uns wegzunehmen, so rum. Wir müssen ja nur unser Spiel jetzt erstmal durchziehen. Erstmal Linie auf uns. Und dann könnte schon die erste Karte. Gibt der Schiedsrichter glatt? Ja, der gibt nur Verwarnung. Ich hätte eigentlich schon erwartet, dass er tatsächlich doch mindestens gelb zurück, weil das war schon. Ja, das muss Minimum eine Karte geben. Schiedsrichter, das, ich sag jetzt nicht, dass es rot ist, aber. Aber das mindestens eine gelbe. Hämmerich, probiert's. Versucht das da direkt? Nein, tut er nicht. Der Ball geht in die Mauer. Ui, erste gute Chance, es gibt Ecke. Ja, why not? Mal probieren. Ein bisschen in die Mauer gesetzt, den Freistoß. Ich hatte gehofft, dass ich den vielleicht sogar richtig direkt nehmen kann. So, Ecke kommt. Ecke in den Strafraum. Ah, das war zu. Klasse Angriff. Ja, da. Nicht den Ball kontrollieren können. Der schwächste Sturm gegen den besten Sturm, Buschi. Das ist. Schiri, der hat schon gelb. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Oh, bitte jetzt nicht doch einen. Schiri, der hat doch schon. Hat er nicht am Anfang schon was gekriegt? Nur eine Verwarnung gekriegt? Früh gibt es hier schon die gelbe Karte. Und damit ist klar, jetzt ist für den Rest des Spiels Zurückhaltung angesagt. Ist nicht Kreuzer. Einfach, wird auch das Trainerteam jetzt vor eine große Herausforderung stellen. Lataya! Ah, wir kommen nicht. Ja, da arbeiten sie gut. Gut aufgepasst in der Verteidigung. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Ja, probieren's mal. Muss man aus der Distanz probieren. Vorbei. Die Riesenchance. Oh, der muss drin sein. Das war doch eigentlich das Tor. Ja, das Ding war frei, mehr oder weniger. Es war kein Abseits und er zieht ihn ganz knapp am Außenpfosten vorbei. Das wäre die Riesenchance gewesen für uns. Weil das ist eine Riesenchance gewesen. Es wäre eigentlich das 1-0 sein müssen. Also momentan haben wir sie tatsächlich gut im Griff. Ah, schade. Den hätte ich durchaus machen müssen. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Ah, ja, kann er. Rüber an den langen Pfosten. Ball kommt nicht sonderlich gefährlich. Nee, nee. Kein Problem. Ja, das darf nicht passieren. Mitten der Aufbauungsbewegung und diesen Fehlpass da vorne in die. Klasse. Und plötzlich hat Haller die riesige Chance in Führung zu gehen. Und die nutzen sie auch nicht. Ball geht weit vorbei, abhaken. Und das musst du als Außenseiter. Wenn du so eine Chance kriegst, musst du sie eigentlich nutzen. Schöner Spielaufbau. Oh, guter Mann. Chance jetzt zum Führungstor. Jetzt schießt er. Abgewehrt vom Torwart. Ja, Ecke. Zweite gute Situation, zweite gute Situation. Ja, ja, den Eckball holt er sich, da ist er zur Stelle. Die zweite gute Chance, aber. Leider nicht von Erfolg gekrönt. Unnötiger Ballverlust. Oh. Hätte ich gedacht, dass ich. Gut aufgepasst da. Ja, Halle merkt gerade so ein bisschen, ja, hier könnte was gehen. So zwingend sind sie noch nicht. Jetzt sind wir noch nicht. Happy. Sie holen sich den Ball. Morgalla. Da ist das Pressing erfolgreich. Schiri. Ja, das ist Abseits. Abseits, okay. Zu früh, aber den Pass müssen sie auch eigentlich noch gar nicht spielen. Ja, ich Ach, glaube, Mann. Ich wären alle wieder raus gewesen aus dem Abseits. Da waren sie zu ungeduldig. Jetzt mal in diese Lücke. No more, no more. Immer noch gefährlich. Ganz Und dann müssen wir ja das gut. Ja, hell, gut, mach. Und das 0 zu 0 immer noch fast nicht.
Sterner, Ecke. Kommt. So, Ecke kommt. Sie ah, geblockt, da komme ich nicht durch. Es könnte nur zur Pause stehen, ne? Sie rücken schon nach, bieten sich an. Holzer. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Nummer. Jetzt ist der Platz. Oder wird's doch noch das Happy Answer zum Ende der Pause? Jawohl, zum Ende der ersten Halbzeit natürlich. 1-0. Endlich. Endlich das Führungstor. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Also Fakt ist auf jeden Fall schon mal die frühe Führung. Und dann haben wir das. Mal Wecker stellen. So. Und dann ist Pause. Jetzt erstmal Pause. Die erste Hälfte ist vorbei. 1-0, der Halbzeitstand. Und ja. Es war viel Kampf dabei, muss ich sagen. Es war noch nicht alles zwingend, so wie es sein soll, aber wir führen. Das ist alles andere ist erstmal das Wichtigste. Alles andere ist erstmal unwichtig. Der Stand oben rechts oder beziehungsweise oben links ist der richtige. Alles andere ist wurscht. Drei Punkte. Alles andere ist unwichtig. Jonas Niedfeld. Ob du jetzt gut spielst oder schlecht spielst, ist ja wurscht. Das ist ein Team, was natürlich drin steht, das Ganze ein bisschen anders angeht und ein bisschen mehr mit Kampf angeht und alles drum und dran und sich wehrt, das ist klar. Dass du jetzt hier irgendeinen Gegner mit zweistellig mitnimmst. Ulrich! Der wird verfolgt, aber bleibt da. Nicht mit dran und hat die Kugel dann. Energisch dran geblieben. War geiler. Gut aufgepasst da. Ah, schade. Kam ich nicht durch die Verteidigung bei denen. Na, schön. Das Halle ist immer noch ein bisschen angehen. Es steht ja nur, wie gesagt, 1-0. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber, aber ja. Sie müssen sich vorne natürlich geschickter anstellen. Es fehlen die klaren Torchancen und so. 1-1! Kreuzer, ausgerechnet der. Der hat ja in der dritten Minute schon das böse Foul, das Foul gezogen. Ich glaube, wie gesagt, dass es war. Dann die gelbe gesehen und jetzt macht er den Ausgleich. Langer Ball hinten. Die lange Flanke, da versteht der Verteidiger schlecht. Ich glaube, es war Lippert, der da ganz, ganz schlecht gestanden hat. 1-1 zur Ausgleich für Halle. Und bei denen ist es auch nicht. Also, wie gesagt, Halle spielt hier durchaus mit. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Lippert, ja, der hat eben den Fehler schon gemacht. Die Chance! George! Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Ja, schön. Lippert, der bleibt da dran gegen Kreuzer. Die hat mal eben gerade schon die Situation. Nein, noch nichts. Sie gehen dazwischen. Sterner. Halle macht's. Super gut. Macht's gut hier. Oh, das könnte was werden. Stetschik, der jetzt durchgeht. Der Verteidiger des Schnellers wird alle führt. Der 18. führt gegen den Tabellenführer. Da hat die Trainer, der hat doch das Mache definitiv irgendwas gebracht. Ehrlicher Alleingang. Ja, sowas gut gemacht, da definitiv. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit und macht ein super Tor.
So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Lange Sterner jetzt vielleicht. Jetzt muss aber Bayreuth kommen. Könnte der Bayreuth kommen. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Mesenhöhler macht dann. Das ist meine Kugel, die halte ich. Innerhalb von wenigen Minuten drehen die Hallenser hier das Spiel. Samson! Und das ist nicht das 3-1! Meine Fresse, das könnte die Entscheidung sein! Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann ist für mich war es eigentlich schon fast sogar abseits. Der Querpass nochmal so raus. Können, aber der Ball ist drin und wird das Tor. 3-1 heißt es also jetzt. Hey. Egloff. Wenn das nochmal was werden soll. Sucht die Lücke. Meier! Gehalten, aber der Ball und ist weiter gefährlich. George. Der Ball ist drin, aber die Fahne ist oben. Das abseits. Ist abseits. Ah, und das war richtig knapp. Das wäre noch mal was sehen gewesen. Sie können es nicht fassen, aber ja, ja, war abseits. Ah, oh, ist das bitter. Lasse Meier, muss das Ding machen. Dann steht sie vielleicht wieder 3-2 und dann könnte noch mal was gehen. Die Gäste liegen hier deutlich hin. Gleiche Schluss in dieser Partie. Wird wohl eine Niederlage, oder? Mit zwei Toren liegen sie hinten, da geht nichts mehr. Und ich glaube, sie haben es sich selbst zuzuschreiben. Also, ach, Schiedsrichter, da fallst du doch ab. Das über weite Strecken des Spiels. Fakt ist, dass das unsere ist Siegesserie reißen wird. Schiedsrichter pfeift das auch. Unnötiger Ballverlust. Ballverlust, weg. Jetzt könnte der Pass kommen. Ne, jetzt ist der Ball doch weg. Also Fakt ist, die Niederlage gibt es. Die Frage ist, ob sie jetzt nur mit einem Tor ausfällt oder mit... Nö. Fakt ist, das Ding ist weg. Haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Oder doch nicht? Geht da noch was? 2-3. Lasse Meier, aber das ist definitiv das Ende. Das Tor hätte viel früher kommen müssen, aber da fällt der Schiedsrichter abseits. Also die Niederlage nachher. Hatte ich nicht mitgerechnet, dass wir den Ball am 18. hier verlieren. Es ist die dritte Niederlage schon in der Rückrunde. Zwei haben wir in der Vorrunde kassiert, das ist die fünfte Saisonniederlage. Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Jetzt sind Verteidiger da gut stehen. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Das wird ausgenutzt. So, wir können das nochmal durchwechseln, aber letztendlich ist es ja eh wurscht. Wie gesagt, wir sind durch. Das Ding ist entschieden. Ja, deswegen werde ich jetzt nochmal ein bisschen durchwechseln können. Auch mal die Talente bringen. Entschuldigung. So. Und es fällt das Tor. Darf nicht sein. Ja, 2-3. Lasse Meier, 24. Saisontor. Rekord ist bei 27. Der Top-Torjäger, mal noch. Und jetzt wechseln wir halt durch. Alle vier Wechsel vollziehen. Es wird nichts an der Niederlage ändern. Das heißt, wir kriegen jetzt nochmal eine Chance, aber selbst da nicht. Wir haben Ende. Halle gewinnt mit dem großen Kevin Hatzer 2, dreht und, holt sich die 3 Punkte. Es gibt hier also einen Sieg für die Mannschaft mit dem schlechtesten Sturm. Und warum? Weil genau dieser Sturm heute über sich hinausgewachsen ist. Weil wir einfach die Chance genutzt haben, wir nicht. Geplatzt. Ein Tor, schöner als das andere. Und so kann es für sie natürlich weitergehen. Ja, so startest du dich gerne die WM-Pause. Also wie gesagt, mit dem Führungstor kurz vor der Halbzeit, dann drehen sie richtig auf innerhalb von ja gut 18 Minuten haben sie dann die 3 Tore gemacht und dann war es vorbei.
Man muss sagen, die Chancen waren da. Wir hätten das Ding in der ersten Halbzeit gut und gerne auf Sieg stellen können. Ist halt passiert. Niederlage Nummer 5 diese Saison. Ist halt so. Die Truppe ist immer noch jung. Also von daher, alles ist gut. Nur ärgerlich halt. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. So. Die Serie hat er heute definitiv nicht reißen müssen. Also heute war es mehr oder weniger unnötig. Wir haben einfach die Chancen vorne nicht genutzt. Und dann ist es halt so. Nächster Gegner ist Waldhof Mannheim, das ist der Tabellenfünfte. Das ist ja auch nicht so unwichtig, weil halt, wie gesagt, es geht natürlich auch ein bisschen um den Abstand zu den Nicht-Aufstiegsplätzen. Heute ist es ein bisschen kaputter gegangen, heute ist es bleibt aber bei 11 Zählern auf Ingolstadt, die wir ja beide Spiele schlagen konnten, in beide Spiele schlagen konnten. Gut, in der nächsten Folge sehen wir uns dann das Duell mit Waldhof Mannheimer an. Bis dahin und ciao.